Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Heute gibt es mein ungewöhnliches Video und zwar habe ich ein neues Paket bekommen, bis hier noch nichts Ungewöhnliches. Da drin befindet oder sollte sich ein Apple iPhone 6 Plus 16 GB in Schwarz befinden. Das Ding wurde gebraucht gekauft, aber von einem Händler auf eBay. Hintergrund der Geschichte ist, wir nähern uns Weihnachten und aus dem Freundes- und Bekanntenkreis hieß es, hey, wir wollen was für eine ältere Dame haben, jetzt das erste Smartphone. Und normalerweise würde ich da hingehen und ein Motorola Moto G4 empfehlen oder alten Honor 5X, halt was Großes. Es soll ein großer Bildschirm sein, aber ich habe das jetzt schon einige Male im Freundes- und Familienkreis mitbekommen. Dann halte ich den Leuten ein G4 und ein 5X unter die Nase und sage, hey, auf welchen Bildschirm magst du lieber gucken? Und die sagen alle durch die Bank weg ein Moto G4. Und also nur das so als Hintergrund. So, und vor allem hier unter 200 Euro gibt es die Dinger inzwischen. Sie sind neu, man hat Garantie, es ist Android drauf. Aber dann heißt es sehr oft, nein, ich will was von iPhone. Und dann muss man halt zum großen iPhone gehen. Und dann darf es natürlich auch nichts kosten. Und deswegen, normalerweise würde ich lieber zum 6S'er greifen, wegen den 2 GB Arbeitsspeicher, die darin verbaut sind. Nur die 6S'er kosten halt immer noch viel. So, und dann heißt es, naja, man versucht halt günstig an die Geräte ranzukommen. Dann guckt man sich um, natürlich gibt es auch neue Geräte oder was auch immer, immer wieder in tollen Aktionen. Aber ich sag jetzt mal, das Ding ist jetzt Zustand gut für 370 Euro, glaube ich, waren das, bei einem von diesen vielen Händlern. Jetzt habe ich ein Jahr lang noch eBay Plus, kann das halt problemlos zurückgeben, Zahlung war über PayPal. Und jetzt gucken wir uns das Ding einfach mal an. In der Beschreibung stand Zustand gut, leichte Kratzer können vorhanden sein, auch auf dem Display, Dellen oder was auch immer. Aber in Summe kam der Eindruck rüber, es soll nicht zu abgeranzt wirken. Und Kratzer oder sowas sollten dann beim Display nicht allzu viel stören. Da drin ist jetzt unsere ganz normale Werbung. Dabei fällt mir auf, das sieht ja fast aus wie ein Amazon-Karton, ist es aber nicht. So, und da kommt schon die Verpackung daher und naja, sind das Kaffeeflecken? Gut, es geht natürlich nur ums Gerät. Ich denke mal, da wird auch so noch nicht mal ein Originalkabel dabei sein. 16 GB und Space Gray. Und so wie die Verpackung jetzt aussieht, boah, also es beruhigte mich jetzt dann doch schon etwas, dass ich das Gerät problemlos zurückschicken kann. Aber wir gucken uns mal an. Zubehör erwarte ich nicht zu viel, das sollte auch nicht original sein. Ich glaube, Ladegerät war auch nicht dabei. Ach, guck mal hier, in der Beweismitteltüte. Gucken wir aber trotzdem einfach mal weiter. Ach, und dann auch noch verkehrt rum rein, oder habe ich es verkehrt? Ja, natürlich. Also wer hat denn da beim Einpacken nicht aufgepasst? Da oben ist die Kamera, nicht da unten. So, was gibt es sonst hier noch? Einmal Zubehör, einmal, oh, doch ein Ladegerät, aber kein Kabel. Das ist verwunderlich. Das sieht auf den ersten Blick sogar aus wie ein Original-Apple-Ladegerät, aber auch ein paar Flecken drauf. Was haben wir hier noch? Ladesticker. Oh, gibt es noch Aufkleber? Es gibt sogar ein gebrauchtes Gerät mit Aufklebern. Die kleben also nicht auf irgendeinem Auto hinten drauf. Sehr schön. Gut, einziges, was fehlt jetzt, Kopfhörer und Kabel. Aber, naja, so ein Lightning-Kabel kriege ich. Na, jetzt gucken wir mal. Oh, ja. Erster Eindruck gerade. Ich taste mich langsam ran. Der silberne Apfel auf der Rückseite, das ist ja auch immer so ein Indikator für Kratzer. Da ist seltsamerweise nichts dran. Zweites, die Kameralinse. Das ist das, was viel, viel mehr Panik bei mir auslösen würde. Da ist auch nichts. Seht ihr das? Ich glaube, das fängt die Kamera gerade echt gut ein. Da ist nichts drauf. Hier sind keine Kratzer. Ein bisschen Schmutz vielleicht. Ja, gehen wir mal um den Rahmen rum. Ich traue mich noch nicht, das Display anzugucken. So, Taste. Ja. Lässt sich vernünftig drücken, okay, wackelt auch nicht, SIM-Karten-Slot sieht auch nicht zu, also hier sind auch keine Einpiekser oder sowas, also es wäre so der Moment, wo dann Leute vielleicht tausendmal die SIM-Karte rein und rauswechseln. Ah, guck mal, wir haben unsere Delle hier unten. Ja, gut, am Lautsprecher muss man nachher mal hören, ob der Lautsprecher, zwei kleine, Kopfhörereingang hat ein paar Kratzer, okay, gehen wir links rum, ja, hier oben ist die nächste Mini-Abschabung, klickt. Tasten lassen sich aber drücken, aber damit kann man jetzt problemlos leben. Also bisher bin ich, denke ich mir, ich glaube, der Aufpreis auf einen sehr guten Zustand oder sowas, da zahlt man dann schon um die 400 Euro. Bisher, ja. Und jetzt Trommelwirbel bitte einmal. Jetzt kommt das Kritische, das Display. Habe ich natürlich jetzt schon mit meinen Fettfingern draufgepackt, aber, super. Also ich sehe ja keine fetten Kratzer. Nee, das sind meine Finger. Das ist auch Dreck von meinen Fingern. Das funktioniert, ja, also... Da ist doch erster Eindruck. So, jetzt will ich aber natürlich wissen, gerade wenn man sowas sieht, Ausstellungsstücke und was es da nicht alles gibt, lässt sich sogar einschalten, wie viel Zyklen hat der Akku?
Dafür gab es ja bis iOS 10 auch auf iPhone direkt Coconut Battery, so eine App, die zeigte das dann direkt an. Die kennen die Mac-Nutzer schon lange und auf dem iPhone kann sie jetzt mit iOS 10 jetzt nicht mehr die Ladezyklen des Akkus auslesen. Wenn ich das Ding aber auf dem Mac oder auf einem Rechner installiert habe und dann per Kabel das Gerät dran schließe, dann kann der das auch auslesen und dann gucken wir uns das doch einfach mal eben auch noch an. Also ich habe das Gerät schnell eingeschaltet, habe dann den Einrichtungsprozess durchlaufen, dabei dann geguckt, ob ich irgendwelche Pixelfehler habe, Ausleuchtungsfehler, ob irgendwas mit dem Display nicht in Ordnung ist. Dabei nochmal poliert und geguckt und nein, da auf dem Display ist kein einziger Kratzer. Also da habe ich gerade richtig, richtig Glück gehabt, noch nicht mal so Mikrokratzer. Vielleicht wurde das ja auch ausgetauscht, ich weiß es nicht. Am Rechner habe ich jetzt Coconut Battery Kabel angeschlossen und dann, wenn man rechts auf den Reiter draufklickt, sieht man die iOS-Geräte, die angeschlossen sind. Und da wird mir jetzt angezeigt, das Entscheidende ist die Ladezyklen, 345. Das klingt jetzt erstmal viel, ja, aber wenn man überlegt, auch die Großen, die muss, wenn man jeden Abend auflädt, klar, wenn ich immer nur, was weiß ich, 50% lade jeden Abend, dann ist nur jeder zweite Abend halt ein Ladezyklus. Also es ist halt nicht einmal anstecken, es wird dann als 1 gezählt, sondern halt wirklich einmal diese 100% Akkukapazität, Umwälzung, sagen wir jetzt einfach mal. Das Gerät ist jetzt natürlich 2 Jahre, kann das im Worst Case alt sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hin. Ich habe ja hier noch Rosalinde die dritte. Die wurde intensiv genutzt und dafür ist es aber, ich glaube, auch im Dezember war dann der zweite Austausch. So, schließen wir die mal an, aktualisieren hier mal ganz kurz. Na, komm schon, no device found, entsperre dich mal fix. So, und jetzt zum Vergleich. Rosalinde hat 303 Ladezyklen. Also, das passt mit diesen 345. Auch hier würde ich sagen, da merke ich noch nicht wirklich, dass der Akku schwächer ist oder jetzt im Wechsel zum neuen iPhone 7 Plus, dass ich da irgendwie irgendeinen Unterschied habe. Nö, das funktioniert auch. Also, Akku super, das haben wir auch überprüft. Display nach wie vor super. Bleiben eigentlich noch 2 Faktoren die ich sofort testen wollen würde. Mikrofonaufnahmequalität, also beim Telefonieren, taugt da auch was? Funktioniert das mit dem Empfang? Dann natürlich auch die Frage nach der Kamera, also einfach mal ne, 2, 3 Fotos machen und dann direkt auch nochmal dahinter, damit ihr seht, wie das hier genial gerade aussieht. Auch nochmal schnell ein Video dabei etwas quatschen und dann gerade reinhören, ob das denn mit den Aufnahmen funktioniert. Ja, dann würde ich mal sagen, Foto läuft, so sieht das übrigens von meiner Seite immer aus und das Video. Ja, es war zu kurz vom Ton. Komm. Ihr seht, wie das genial gerade aussieht. Auch nochmal schnell ein Video dabei, etwas quatschen. Also, auch der Lautsprecher funktioniert. Da ist auch nichts dran auszusetzen. Ich würde mal fast sagen, ich hoffe einfach mal, dass sowas Standard ist. Aber ich bin deutlich, deutlich glücklicher mit dem, was ich jetzt hier gerade bekommen habe oder was derjenige dann bekommen wird. Natürlich, Performance-Akku dann unter normalen Bedingungen oder sowas, aber für den Preis von jetzt 370 Euro für einen 6er Plus in dem Zustand, nö. Also da, bisher ist ja wirklich das einzige Nachteil, die 2, 3 Schönheitsfehler macken im Rahmen. So, aber ansonsten, wenn hier natürlich noch was kommt, ich werde das jetzt natürlich noch einrichten, dann natürlich freue mich schon auf die ganzen Einrichtungshilfen oder Erklärnasenhilfen, die man dann natürlich auch immer gerne macht. Aber in Summe bin ich, wenn da jetzt nichts Böses mehr kommt, dann melde ich mich nochmal dazu. Aber ansonsten, ja, das war's. Und jetzt ist natürlich hier ein bisschen mehr aus dem Video geworden, außer erster Eindruck oder sowas. Und mal gucken, kann man sowas machen, ja oder nein? Bisher sage ich ja. Vielmehr ist das jetzt gerade aber auch zu einer Checkliste geworden, wie man dann so ein Gerät direkt erstmal überprüft, ob man sich die Mühe macht, es dann richtig einzurichten, vernünftig einzurichten. Oder ob man dann direkt wieder sagt, tschüss, nee, danke, möchte ich dann doch nicht haben. So, das soll es als aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!